Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transportfieber 2 hier bei Heisenberg Zockt. So, wir sind an der Güterzentrale und hier gibt es demnächst einen neuen Zug. Jetzt schauen wir aber erstmal, weil irgendwie hieß es in den Kommentaren, dass ich mit der, ich glaube, Maschinenlinie nach Bodensee wahrscheinlich genau ins Gleis rein bin von der BR103. Die ist hier gerade unterwegs, wie wir sehen. Was macht die denn Schönes? Die geht hier rein. Okay, das würde heißen, ja, ich rufe mal die Linien auf, dann sehen wir es ja eh. Ja, hier. Das müsste die Bodensee-Maschinenlinie sein, genau. Ja gut, die Alternative ist halt hier rein oder hier rein. Das macht die ganze Sache auch nicht besser, außer dass dann die BR103 im Prinzip niemanden hat, der im Weg ist. Ja, ich würde mal rübergehen mit dem Teil. Das würde heißen, beim zentralen Güterbahnhof wollen wir in die... Moment, muss ich schnell gucken. In die 4 zum Beispiel wäre eine Idee. Jawohl, dann hat der hier wieder Ruhe, dann kann der fahren. Gut, dann haben wir das geregelt. Was wir auch gerade noch haben... Hier hinten stapeln sich die Erze. Da möchte ich schnell gucken. Da habe ich so einen gewissen Verdacht. Ja, guck mal hier. Die haben, glaube ich, keine Kapazität. Ja, 8. Gut, der transportiert gerade Werkzeuge. Das ist aber egal. Das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist, die haben zu wenig Kapazität. Gehen wir mal schnell schauen. Fahrzeuge verwalten. Ich würde mal 2, 3 von denen rausballern. Und dann ersetzen. Jawohl, dankeschön. Das machen wir aber im Depot in dem Fall. So, Fahrzeuge kaufen. Hier hätten wir dann die Erze und dann haben wir hier irgendwelche Fahrzeuge, die mit Sicherheit eine höhere... Oh, guck mal hier die Kapazität. Machen wir davon mal nur 2, weil sonst haben wir dann dort bald gar keine Erze mehr. Auch wenn wir jetzt relativ viele haben, kaufen die und weisen die zu. Das wäre gewesen die Linie. Ja, das wäre jetzt natürlich auch noch nicht unwichtig. Das schauen wir nochmal schnell. Güterzentrale LKW Erz. Güterzentrale LKW Erz. Da. Zack, so, dann kriegen wir die Erze dort weg. Und jetzt geht es aber darum, wir hätten gerne einen neuen Zug. Ein Zug, der ganz viele Sachen nach Oberböser bringt. Dafür düsen wir mal nach Oberböser, das wäre hier oben, um zu gucken, was wir denn alles brauchen. Wir brauchen Baumaterial, Werkzeug, Waren und Maschinen. Ja, ob ich das noch weiß, wenn ich da hinten bin, wir werden es rausfinden. Welches Gleis haben wir? Irgendwo hier unten. Die Linie ist ja fertig. Habe ich da eigentlich schon kontrolliert, ob das alles zweigleisig ist und so weiter. Das müsste man noch kurz machen. Wo haben wir hier Oberböser? Hier. Genau, Multiwarenlieferung. Also, das haben wir so. Dann haben wir hier... Signale haben wir, glaube ich, gesetzt. Doch, doch. Das geht dann hier rauf. Jawohl, geht hier rauf, geht hier rüber. Das ist wunderbar zweigleisig und das ist auch bereits alles mit Signalen gemacht hier. Jo. Tatsächlich, hier geht es dann rein, hier geht es eingleisig durch und hier hinten wird es wieder zweigleisig und führt uns hier in den Güterbahnhof rein. Sehr gut, dann hätten wir das. Jetzt, im Prinzip wäre es fast schlauer, ich würde den Zug hier kaufen. Ist dann zwar die falsche Richtung, aber wisst ihr warum? Dann habe ich das hier vielleicht noch irgendwie in Sicht, damit ich wirklich dann die richtigen Wagen kaufe. Baumaterial, Werkzeug, Waren, Maschinen. Ich versuch's mal, sonst geht halt nochmal zurück, ist ja dann auch kein Ding. Wobei, es ist ja auch nicht gesagt, dass wir hier gerade ein Depot haben. Eins, das uns ins Gleis reinführt. Doch, doch, haben wir. Guck mal hier, wir weichen, müsste man hier reinkommen. Das müsste eigentlich gehen. Dann müssen wir irgendein Depot von hier nehmen. Wir werden gleich sehen, ob es funktioniert. Wir kaufen mal und ich würde gerne eine relativ potente Lokomotive haben. Weil das ist eine längere Strecke. Wir benutzen öfters Gleis, das bereits belegt ist. Das heißt, irgendjemand, der hier ein bisschen Power hat. Raildogs. Ui, guckt euch mal das an. 120 ist zwar nicht allzu schnell, aber der hätte Power ohne Ende. Das sind auch welche, die habe ich, glaube ich, tatsächlich noch nicht benutzt. Ui, das ist eine sehr schöne hier. Mir gefällt die Geschwindigkeit nicht, muss ich gestehen. Diese 120. Ja, das ist fast ein bisschen zu schnell dann wieder. Da haben wir auch 200 elektrisch. Ui, die sind natürlich schon auch. Arbeitsbereich Ost. Ich hätte die gerne mal. Zack. Jetzt bitte nicht, dass wir die schon haben. Da wäre ich froh. Also, Cargo-Typen. Zuerst mal mit Sicherheit brauchen wir Maschinen. Jetzt dürfen wir aber nicht übertreiben, weil das sind relativ viele Wagen. Oder was können die alles transportieren? Maschinen, Werkzeuge, Baumaterial und Waren. Die können genau das Zeug mitnehmen, was wir brauchen. Allerdings, die hatten wir schon. Ja, aber irgendwie wäre es natürlich schon nicht so falsch oder so verkehrt, wenn wir tatsächlich Wagen hätten, die alles transportieren können, was wir brauchen. Hier haben wir es nochmal. Waren, Werkzeug,
Treibstoff. Ja, die können wirklich alles transportieren. Okay, dann nehmen wir die. Nee, nehmen wir nicht. Guck mal. Die Bremsnutze darf die 120 runter. Das ist natürlich auch wieder Käse. Haben wir nicht irgendwelche Wagen, die tatsächlich auch alles transportieren, die aber ein bisschen Power haben? Was sollen wir uns mit den 120 begnügen? Dann würde ich hier die Lok nochmal... Ja, wisst ihr was, wir machen es anders. Das hier nochmal weg. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, welche Lok war denn das. Ich finde es raus. So eine längliche mit ganz viel Pfupf. Hier, die hier. Genau, oder die hier halt mit der schönen Lackierung. Wir nehmen die. Also, dann haben wir die 120, das ist okay. Dann gehen wir wieder zu den Wagen, Cargo. Und machen hier, ist ja egal was, mal nochmal Maschinen rein. So, weil dann haben wir die sicher dabei. Und jetzt können wir eigentlich, wenn ich sie finde, hier oben, die waren es, glaube ich. Nee, die waren es nicht. Die waren es auch nicht. Wo haben wir die denn? Oh, der Autozug. Da gab es noch einen Kommentar dahingehend. Macht doch irgendwie einen Autozug nach Hockenheim. Das ist natürlich eine gute Idee. Auch wenn wir dort später dann... Die hier waren es. Motorräder fahren lassen. Weil das ist, glaube ich, schon am sinnigsten. Wenn wir das so machen. Aber zuerst müssen wir mal die Strecke dann drauf bauen. So. Machen wir das mit den Wagen. 120 haben wir. So, und machen das oder mischen das ein bisschen durch. Dann haben wir 180 Meter. Was anderes haben wir hier nicht. Ich würde bei dem bleiben. Das sieht doch relativ gut aus. Hier ausgezeichnet ist klar. Das ist so eine potente Lokomotive. Da könnten wir sogar nochmal... Lasst uns vielleicht nochmal zwei solche ranmachen. Dann ist der Zug ein bisschen länger. Der müsste in Oberböser reinpassen. Hier passt er sowieso rein. Das sollte eigentlich kein Problem sein. Gut, kaufen wir das Teil. Weisen den zu. Bisschen raus. Da müssen wir hier irgendwo Oberböser haben. Jetzt weiß ich halt nicht, ob wir wirklich ins Gleis reinkommen. Doch, nee, doch nicht. Irgendwas ist irgendwie nicht ideal. Ich habe schon einen Verdacht. Aha, da fehlt wahrscheinlich irgendwo der Strom. Kann das sein? Wo sollte denn, oder wo fehlt hier der Strom? In dem Depot drin hoffe ich nicht. Man reiche mir ein Gleis, das werden wir rausfinden. Werkzeug, Strom. Blau, 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 blau. Hier ist nicht blau, aber das, oder ist das genau unser Gleis? Kann das sein? Nee. Oder doch? Ich weiß nicht. Wisst ihr, was wir machen hier mal? Oh, jetzt haben wir hier aber echt was rechnen muss. Gar keine Performance mehr. Machen wir hier mal Strom hin. Wenn ich es hinkriege. Ui, jetzt ist es am Rechnen, Machen und Tun. Mach mal Strom. Jetzt hat es immerhin Klonk gemacht. Das hat aber nicht geklappt. Okay, ich gehe mal in Pausenmodus. Boah, jetzt ist... Was ist denn jetzt kaputt? Moment, ich gehe mal aus dem Dingens raus. Ja, jetzt ist wieder gut. Aber wenn ich hier was machen will, das ist ja ganz krass, wie das dann irgendwie hier ruckelt, macht und tut. Also ruckeln ginge ja noch. Jetzt. Haben wir's? Irgendwie geht's nicht, ihr seht. Muss ich da beim Bahnhof selber was machen? Nein, das ging doch früher auch, dass man hier das Ganze irgendwie tatsächlich damit Strom hinkriegt. Aber ihr seht, da bricht das ganze Spielding zusammen. Ist natürlich ein relativ fetter Bahnhof, das ist mir klar. Kann ich hier nicht nochmal? Also Klong, das Geräusch macht's, aber ihr seht ja, die Farbe ändert sich nicht. Also das heißt schlicht und einfach, dass das nicht geht. Uiuiui, okay, da hat das Spiel irgendwie tatsächlich Mühe, wie man sieht. Wenn hier irgendwie was gemacht werden soll. Kann ich mit konfigurieren? Gleise, Gütergebäude, das haben wir alles. Dass ich das irgendwie ändere. Nee, das geht halt so leider auch nicht. Schade. Also das Einfachste wäre tatsächlich, ja ist ja logisch, hier halt mit diesem Werkzeug. Aber wenn das Werkzeug nicht will, also das Werkzeug würde schon wollen. Der Bahnhof will nicht. Ihr seht ja, ich klicke. Hier, das ist der Stromdingens, Elektrifizierungstool. Da passiert einfach gar nichts. Na ja, gut, wisst ihr was, dann müssen wir das anders machen. Ich kontrolliere nochmal schnell. Nee, aber das ist was anderes. Wo sind wir denn gerade nochmal unterwegs? Jetzt lass mich nochmal schnell gucken. Oberböser Multiwarenlieferung. Wo geht die rein? Gar nirgends mehr, weil wir ein Problem haben. Okay. Aber da stand auch, dass die Dings nicht... Moment. Machen wir es doch ganz einfach. Aha. Okay, das lag gar nicht am Strom. Ja, jetzt habe ich mal ausnahmsweise tatsächlich zuerst den Strom ins Auge gefasst. Weil das, das ist ja meistens das Problem. Und jetzt war es tatsächlich was anderes. Der ist da irgendwie wahrscheinlich in Oberböser nicht reingekommen. Oder hat er jetzt hier das Gleis geändert? Das Orange.
glaube ja, guck mal, das müsste hier unser Gleis sein. Nee, doch nicht. Hä? Aber das stimmt doch nicht. Was ist das denn? Hä? Was ist das denn interessantes? Moment, ich mach mal Play. Das ist ja eine interessante Linie. Okay, also er kommt hier raus, aber der kommt hier ja gar nicht weiter. Nee, also irgendwas stimmt hier nicht. Moment, ich muss das irgendwie nochmal anders haben. Ach so, der kommt hier natürlich gar nicht durch. Der fährt ins falsche Gleis rein. Ja, wisst ihr, warum er das macht? Weil er hier keinen Strom hat. Das wäre hier angedacht gewesen, dass er hier lang düst. Das müssen wir tatsächlich anders haben. Also das Problem lag tatsächlich am Strom, am fehlenden hier beim Bahnhof. Und jetzt hätte er hier ein Gleis, wo Strom hätte, deswegen fährt er hier rein. Hier kommt er aber nicht weiter. Deswegen ist die Linie dann eben nicht geschlossen. Wir müssen Diesel nehmen. Was soll ich nochmal? Ich versuche es nochmal ganz kurz. Vielleicht aus der anderen Richtung. Welches Gleis war es? Das hier, glaube ich. Das ursprüngliche. Ja, sogar fast mit Sicherheit. Also nochmal den hier. Nee, das ist nicht mehr zu machen. Ja, ich weiß nicht, warum das Spiel jetzt genau mit sowas ein Problem hat. Oder geht das grundsätzlich gar nicht, dass ich hier... Doch, ich habe doch hier vorne die Gleise auch modifiziert. Na gut, dann haben wir es, wie wir es haben. Hilft nichts, wir müssen den Zug hier nochmal kurz ändern. Fahr du mal nochmal kurz ins Depot rein. So, am besten mit Play, dann funktioniert es auch. Oder ich hätte natürlich jetzt im Prinzip... Ja, nee, geht nicht. Ich wollte gerade sagen, ich hätte den Zug auch ändern können. Aber er muss in dieses Gleis reinkommen. In das hier. Das heißt, er muss nochmal ein Stückchen zurück ins Depot. Damit er dann die richtige Weiche nehmen kann. Also. Ja, jetzt ist er verschwunden. Sehr gut. Fahrzeug verwalten. Wir hätten hier... Nicht ersetze, sondern den hier. Ja, ist jetzt ein bisschen schade natürlich. Aber mein Gott, jetzt nehmen wir halt irgendwie eine schöne Diesellokomotive. Da haben wir auch eine gute Auswahl. Ja, Dampf würde ich nicht nehmen. Eben, es soll schon irgendwie was sein. Ja gut, wobei die 120, also die reichen. Das ist ganz klar, weil wir haben jetzt Wagen, die nur 120 zulassen. Ja, sowas haben die ein bisschen Power. Die werden sich vielleicht überheben hier bei den Teilen. Die haben wir, glaube ich, schon. Baureihe E80, oh Gott, 40 km/h ist dann natürlich schon ein bisschen eher grenzwertig. Die haben wir hier, glaube ich, tatsächlich auch schon ein paar Mal. Moment, jetzt bin ich vielleicht zum Diesel gehen. Das wollte ich eigentlich. Ich dachte, ich hätte geklickt. Also, nochmal das Ganze von vorn. Nee, das ist geschwindigkeitstechnisch nicht ideal. Die haben wir, glaube ich, schon. Auf der anderen Seite, die haben wir sicher nicht in jeder Lackierung. Die Void Maxima. Die haben wir erst gerade letztens tatsächlich benutzt. Das hier wäre die 30er-Variante. Ach. Ach, guck mal, die gibt es tatsächlich hier. Sind das nicht, ist das nicht die, die wir gerade genommen haben? Und dann in der Diesel-Variante. Das ist natürlich auch interessant. Allerdings mit wesentlich weniger Power. Ne, die wollten wir, glaube ich, noch nehmen. Oder haben sie auch schon gehabt? Jo, schwierig. 140, 2000, das ist eigentlich auch ein relativ schönes Teil. Sieht ein bisschen aus wie die RE460, finde ich. ER20 Bodo mit 140. Dann sehen wir mal Bodo. Einzigartige Karosseriebemalung. Das klingt doch relativ gut. 140 ist auch okay. Hinzufügen. Dann sind wir bei gut. Nehmen wir den Wagen weg. Okay, gut. Passt. Also, kaufen. Zack. Und du gehst... Ja, dich schmeißen wir ganz raus in dem Fall. Verkaufen. Jawohl. Dankeschön. Dann haben wir dich. Gut. Würde passen. Linie zuweisen. Oberböser Multiwaren. Ja, jetzt funktioniert es. Wenn wir jetzt nochmal ganz kurz hier gucken... Jetzt müsste die Linie... Jetzt ist halt wieder hier drin. Moment. Ne, jetzt haben wir wieder den gleichen Käse. Geht wieder da rein. Ist es denn wahr? Das gibt's doch nicht. Das kann doch nicht so schwer sein. Hier in dieses Gleis rein. Ich habe jetzt schon eine Diesellok erwischt. Oder habe ich mich da wieder verdattelt? Gibt's doch tatsächlich nicht. Ach nee, guck mal, der fährt hier hinten lang. Ja, ist es denn wahr? Okay, aber wir haben gesehen, er kann hier, also die Elektrolok kann hier nicht fahren, weil wir keinen Strom haben. Das ist jetzt Fakt. Der fährt in die falsche Richtung. Wir brauchen hier Wegpunkte. Haben wir hier Wegpunkte? Irgendwo hier vorne? Hier haben wir allen Ernstes keine Wegpunkte. Ja gut, dann setzen wir welche. Da haben wir gar nicht lang. Also eben, wir haben ja gesehen, wir haben keinen Strom dort im Bahnhof drin. Das heißt, der Zug, die Elektrolok wäre sowieso nicht gefahren. Aber die hat wahrscheinlich auch den falschen Weg genommen.
Da bin ich auch fast sicher. Linie verwalten, nach Oberbösa. Würden wir gerne hier lang. Zack. Jawohl, und auf dem Rückweg würden wir gerne hier lang. Zack. Jetzt wollen wir da mal gucken. Gehen wir schnell raus. Gehen hier rein. Schnappen uns den Zug, der gerade rauskommt. Die Linie. Ja, jetzt ist es richtig. Sehr schön, jetzt bin ich froh. Ja, ganz interessant. Das ist halt der kürzere Weg. Deswegen eben, Wegpunkte sind natürlich schon wichtig. Oh, da fällt mir ein, der Inno fährt ja auch noch falsch. Ja, kriegen wir vielleicht noch hin, dass wir das in der Folge machen. Allerdings, ich möchte, ihr ahnt es, jetzt doch gerne mit dem Zug noch mitfahren. In schöne Oberbösa. Oh, der ist ja komplett leer. Oh nö, jetzt haben wir den nächsten Käse. Oh nö, weil der kriegt hier dermaßen... Der kriegt hier nicht genug Material wahrscheinlich, damit sich das befühlt. Dann haben wir einen leeren Zug. Ist das okay? Ich weiß auch nicht. Ich würde... Nee, aber das gefällt mir halt nicht. Findet ihr das cool? Wisst ihr was, wir machen mal Folgendes. Wir gucken, ob er hier bereits irgendwelche Waren kriegt. Weil dann hätten wir eine gewisse Beladung, hätten wir dann natürlich. Ich glaube aber nicht so dran. Nicht bei der ersten Fahrt. Und das ist halt eher, ich sag mal... Ja, schon ein bisschen eher langweilig. Finde ich zumindest. So, mal gucken, was er hier mitnimmt und wie er dann aussieht. Und sonst werden wir die Wagen noch mal kurz wechseln, bevor wir hier einsteigen. Ein cooler Zug ist es irgendwie trotzdem. Aber ich kann euch das nicht erklären, aber es geht euch doch wahrscheinlich ähnlich. Also irgendwie so ein leerer Zug, ich weiß auch nicht. Also so ein unbeladener. Haut mich einfach nicht wirklich um. So, wollen wir mal schauen, ob er was kriegt. Durchfahren sollte er eigentlich nicht. Ja, bremst, macht und tut und... Na, ich wollte gerade sagen, die Verwandlung von der Raupe zum Schmetterling. Nö, nicht wirklich. Okay, machen wir es anders. Wir suchen uns hier andere Wagen. Allerdings, jetzt haben wir da wirklich alles ersetzt, was man ersetzen kann. Heieiei. Die sahen schon irgendwie beladen aus hier, die Kollegen. Aber denkste. Ja, jetzt brauchen wir aber wieder tatsächlich Wagen, die eben wieder alles transportieren können. Nicht bei den Lokomotiven, sondern hier wäre das. Das Tempo ist eigentlich egal. Die Lok macht 140, glaube ich, habe ich gesehen. Gibt es hier was beladen? Container, Container, Trailer, die sind glaube ich auch leer. Irgendwo haben wir beladen, aber die haben wir erst gerade auf die Reise geschickt. 55 km/h, das ist nichts. 65 gefällt mir auch nicht. 120 wäre okay. Ja, da hätten wir aber nur einen Teil. Ja. Es wäre halt schon schön, wir hätten irgendwie einen Kollegen, der hier, der nimmt halt alles mit. Dann haben wir nochmal einen Containerzug. Beladen. Ich nehme nochmal den, weil da haben wir tatsächlich den Effekt wieder. Waren, Werkzeuge, Maschinen, Baumaterial, alles dabei. Wir haben die 160, das ist okay. Nehmen wir den. Und nehmen ihn natürlich beladen. Ist, was habe ich jetzt angestellt? Hallo? Ist ein anderer Zug wie der. Den wir schon haben. Hinzufügen wäre natürlich noch eine Idee. Also beladen wäre er hier. Jawohl. Dann beladen er hier. Zack. Dann haben wir 167 Meter. Dann hängen wir hier noch irgendwie so ein dahinter. 218. Mittelmäßig. Gut, okay, dann bleibt es bei dem. Wir ändern den. So, gehen auf Play. Und jetzt wollen wir mit dem natürlich auch mitfahren. Ganz klar, er fährt eh schon los. Er hat ja sein Beladungsding schon gemacht. Oh, cool, jetzt hier mit den Zügen. Ja, ja. Immer wieder denke ich, doch, doch, so langsam kommen wir in den Bereich, so wie ich es haben möchte. Hier soll einfach ein Rein und Raus sein, als gäbe es kein Morgen mehr. Gut, also. Alex? Ach, das ist eine Alex-Lok im Prinzip. Okay, eine umlackierte. Ja, der Führerstand ist aber, ja, sagen wir mal, nicht sehr ergiebig. Düsen wir nachher hinten. Und schauen uns das so an. So, und ich sag gerne nochmal, also wir hätten hier einen Elektrolok gar nicht fahren lassen können. Nicht von diesem Bahnsteig aus, weil da fehlt halt der Strom. Und ihr habt ja gesehen, ich kann den Strom nachträglich nicht mehr reinmachen. Also da hat das Spiel tatsächlich irgendwie ein Problem, dass es dermaßen rechnen muss, dass das offensichtlich halt nicht mehr funktioniert. So, hallöchen Kollege mit deinen schönen Containern. Jetzt könnt ihr natürlich in Oberbösa auch nochmal, das würde ich glaube ich sogar machen, dass wir dort auch noch ein paar Container hinstellen auf den Güterbahnhof, dann passt das auch ein bisschen besser. Schön hier mit den parkierten LKWs da hinten und dann geht es hier runter in den See. Ja, cooler Zug.
Deshalb mit diesen Containern machst du natürlich auch nie was falsch, finde ich. Also die sehen halt einfach in der Regel immer relativ cool aus. So, wir düsen mal hier rauf, damit wir mal irgendwie noch was von der Strecke sehen. Vielleicht ein bisschen weiter hinten, nochmal ein bisschen runter. Ja, so ist doch gar nicht schlecht. So halbwegs mittig haben wir es auch. So, wer kommt denn da entgegen? Ein schöner Güterzug, das ist der Getreidezug, genau. Und die Lok hätte ich fast nochmal genommen, die wir jetzt da gerade gesehen haben. Oh, das Horn. Ja, auch ordentlich. Aber ich finde grundsätzlich diese Hörner zu leise bei allen Zügen. Findet ihr das nicht auch? Hört mal. Das ist doch viel leiser wie das Fahrgeräusch. Das müsste eigentlich lauter sein. Ja, nochmal ein Getreidekollege mit dem Zuckerwagen. Auch sehr schön. Und wir düsen jetzt aber vermutlich rechts weg, weil geradeaus geht es zum Güterbahnhof, wo das Getreide geholt wird beim Bauernhof. Ja, das musste nochmal sein. Man weiß nie, ob hier nicht irgendwelche Viecher kreuzen. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Wir sind hier in ländlichem Gebiet, da kann auch mal irgendwie ein Reh oder was hier über die Gleise hoppeln. Wobei Rehe hoppeln nicht, das sind dann doch eher die Hasen. Richtig, Arnie. Ja, die Teile, genau. Ich wiederhole jetzt nicht, was wir in den Streams hatten. Von wegen Hasen. So, ist er zu kurz? Nee. Nee, geht halt mit der Lokomotive nicht anders. Also, habt ihr gesehen. Wir sind dann sonst noch bei mittelmäßig, dann haben wir doch keine Power mehr. Ist natürlich auch nicht, was wir wollen. So, das ist jetzt wieder eher eine weite Strecke. Das ist beim Bauen nicht aufgefallen. Das kennen wir, das Phänomen. Weil wir halt in dem Sinne nicht gebaut haben. Ja gut, wir haben schon gebaut. Halt die Verbindungen zu diesen Gleisen. Wie sagt man dem denn? Ja, so, das sind nicht Quergleise wahrscheinlich. Ich weiß auch nicht. Halt irgendwelche Verbindungen von den bestehenden Gleisen, dass man von einem Gleis zum anderen kommt. So, Bahnübergang ahoi. Hallöchen, guten Tag. Schön, auch hier wieder Privatverkehr unterwegs ist, beziehungsweise LKWs und so weiter. Ja, und wir sind immer noch so weit, dass wir tatsächlich keine Probleme haben mit bestehendem Verkehr. Also irgendwie hier, wir können hier in die Gleise rein, absolut kein Problem. Und das führt mich zu einem Gedanken. Ich wurde gefragt in den Kommentaren, wann denn die Universalstrecke dran ist. Das würde ich demnächst, glaube ich, sogar schon bald mal angehen, weil die Städte haben wir eigentlich jetzt alle am Netz. Und der ganz lange Güterzug, dieser 1,3 oder 4 Kilometer lange Güterzug, den könnte man vielleicht sogar davor noch machen. Oder danach, das ist eigentlich egal, wann wir den machen. Aber irgendwann in den nächsten, sagen wir mal 5 Folgen, werden wir sicher mit einem von beiden anfangen. Entweder werden wir die Universallinie machen, oder wir machen diesen langen Güterzug. So, was wir als nächstes machen, da würde ich sagen ganz klar nochmal Personenverkehr. Ich hätte da eine relativ schöne Idee. Ja, aber ich sag die noch nicht, weil jetzt, sonst sage ich jetzt die Idee, wir fahren und dann stelle ich fest. Da kommt, guck mal, da kommt der Kollege, der Alex. Und dann stelle ich fest, wir haben keine Zeit mehr und dann weiß ich morgen nicht mehr, was ich heute gesagt habe, von wegen. Was wir als nächstes machen. Deswegen, das machen wir dann erst morgen, wahrscheinlich. Ah ja, genau, Eno. Wenn wir noch ein bisschen Zeit haben, ich gucke gerade auf die Uhr, ja. Ja, es ist, ich möchte halt auch nicht hetzen. Also wir genießen jetzt einfach die Fahrt und dann gucken wir, was wir nachher machen. Schön, wie sich das hier wieder der Straße entlang schlängelt. Wunderbar. Geht's rechts oder geradeaus? Ich muss gestehen, keine Ahnung, ich tippe auf rechts. Jawohl, es geht auch nach rechts. Geradeaus ging es nach keine Ahnung. Da ist sicher auch noch eine Stadt. Ja, nochmal wegen den Viechern. Ach, mit Parkhaus sogar, okay. Ja, ich weiß, welche Stadt das ist, aber mir fällt nicht ein, wie sie heißt, aber ich weiß, wie sie aussieht. Schön, da hinten nochmal ein Personenzug. Ja, das wird dann, wie gesagt, also das ist mit Sicherheit, dass wir als nächstes wieder einen Personenzug machen. Allerdings, wir haben natürlich schon noch diverse Städte, die auch nicht unbedingt jetzt, wie soll ich sagen, überquillen vor Warenlieferungen. Also da müssen wir dann schon auch noch schauen. Aber eben, es ist auch so, wir haben noch Städte, die haben ein oder zwei Linien, also Personenzüge. Da müssen wir natürlich auch noch ran. Aber das ist genau das Coole. So schnell sind wir hier noch nicht durch. Da gibt es noch relativ viele Sachen, die wir noch machen können. Zum Beispiel eben auch der Flugverkehr fehlt natürlich noch. Also fehlen ist übertrieben, wir haben Flugzeuge. Aber da verkraftet die Map definitiv noch ein bisschen mehr, was wir hier in der Luft haben.
So, 85 km/h. Ich habe jetzt nie groß aufs Tempo geachtet, aber mir fällt halt einfach auf. Absolut kein Problem. Von wegen Gleisverstopfung. Nö. Der kann hier in Ruhe fahren. Wir hatten nicht einmal, dass wir anhalten mussten. Das ist immer wieder erstaunlich. So, oh, LKWs fehlen natürlich noch in Oberböser. Ja, das werden wir uns noch schnell angucken. Da müssen wir dann schon auch noch schauen. Das war eben, da würde ich aber, weil es Oberböser ist, nicht übertreiben. Also das werden mit Sicherheit keine 40 Tonner, sondern das gibt irgendwelche kleinen Lieferwagen. Also das tun wir den Oberbösianern nicht an. Jetzt haben wir schon den Güterbahnhof ziemlich in der Stadt drin. Finde ich aber okay, mir gefällt das. Weil es eine schöne Stelle ist. Und so mit dem Tunnel da in den Güterbahnhof rein, das finde ich halt schon relativ nett. Aber eben, wir werden die jetzt nicht noch irgendwie ärgern mit ganz fetten LKWs und das gibt kleine Lieferwagen. Wir müssen eh gucken, wir liefern ja alles eigentlich an. Wie wir das genau machen. Ja, wir müssen halt rausfinden, wo Oberböser die Waren braucht. Das ist ganz einfach. Also nicht nur die Waren, sondern eben auch das Baumaterial und so weiter. So, jetzt geht es hier einmal durch den Hauptbahnhof durch von Oberböser. Und zwar fahrend. Wir halten da natürlich nicht an. Ist der falsche Bahnhof. Wir müssen noch eins weiter. Cool auch hier diese Brücke. Ist halt wieder so diese gemoddete Brücke tatsächlich. So, einmal durch. Da steht der Fuxinghau. Ne, das ist nicht der Fuxinghau. Das ist der andere Schnellzug. Genau, der hier Oberböser verlässt. Oh, guck mal. Kollege IC ist auch noch unterwegs. Und vorne kommt noch eine Dampflok aus Oberböser rein. Sehr schön. Und die alten Postautos. So, wir fahren hier aber schon ziemlich langsam durch. Da besteht irgendwie dann doch nicht das Interesse durchzudonnern. Okay. Der ICE, was macht der? Dreht der oder fährt der hier weiter? Ne, der fährt weiter. Der fährt, glaube ich, über die Brücke da hinten. Wie wir vorher gerade kurz gesehen haben. So, jetzt geht's links ins Tunnel rein. Genau, auf diesem eingleisigen Bereich. Ja, oder müsste zumindest. Doch, doch. Da haben wir wieder so... Ach, jetzt wollte ich gerade sagen, da haben wir wieder so eine Raffelwand. Nee, nee, das ist... das ist genau die Brücke. Guck mal, seht ihr da oben den Zug? Weiß nicht, ob man es im Video gesehen hat. Da ist gerade noch schöne Dampflok durch. Rückwärts fahrend zum Berg... Bergfriedhof, nein, Bergbahnhof. Zum Bergbahnhof in Oberböser. Und wir sind jetzt beim Güterbahnhof Oberböser. Den werde ich, glaube ich, gleich nochmal schnell umbenennen. Was steht hier Schönes? Oberböser, ja, irgendwie Nebengleis oder sowas wahrscheinlich. Oder Anbau. Werden wir auch noch kurz umbenennen. Und dann schauen wir wegen den LKWs, ganz klar. So, Kollege Zug. Ich hoffe, dir hat die Fahrt gefallen. Ich fand sie cool. Bisschen durch die Pampas durch, aber ziemlich nett, das Ganze. So, angehalten und perfekt. Das haben wir. Dann wollen wir doch mal gucken, hier in Oberböser. Wo möchtet ihr denn gerne die Sachen haben? Aha, ist ja eh interessant. Guck mal, das wäre alles eher hier. Wenn wir hier so eine Abladedingens hinstellen, müssen wir das mit einem LKW machen können. Beziehungsweise, wir müssen dann gucken, ob die alles transportieren können. Das weiß ich auch noch nicht. Werden wir sehen. Cargo... Nehmen wir das gelbe Teil hier hin. Ja, dann haben wir im Prinzip das Einzugsgebiet, haben wir. Interessant, dass das alles eher hier oben gebraucht wird, das Zeug. So, einmal diesen. Jetzt brauchen wir hier unten natürlich noch einen LKW-Port. Da könnte man hier doch noch ein Gebäude hinsetzen. Gütergebäude. Nehmen wir hier auf der Seite, dann können wir dort die Straße ranmachen. So, machen wir mal so. Gehen raus. Das hier brauchen wir auch nicht. Wir brauchen eine Straße, und zwar eine städtische. So, irgendwie so. Ja, da fällt man wieder irgendwie fast runter. Ich mache mal ganz kurz was anderes. Und zwar, dass wir das hier schnell ein bisschen abflachen, damit ich dort die Straße vernünftig hinkriege. Da muss man auch nicht so fuchteln. Weiß auch nicht, warum ich das mache. Das habe ich mir irgendwann mal angewöhnt. So, jetzt gefällt es mir besser mit der Straße. Wir gehen sogar noch ein bisschen weiter weg. Ja, so ist auch okay. Jetzt heißt das aber, dass wir hier wahrscheinlich nicht reinkommen. Sehe ich das richtig? Ja, da ist dann die Krümmung zu groß und. Aber wir kommen natürlich von hier. Ne, bau das mal nicht.
hier rauf. Das müsste dann funktionieren. Das tut es auch, dann ist das hier eine Sackgasse. Das ist okay. Jetzt brauche ich aber noch einen LKW-Port. Vielleicht sogar hier hinten. Mal schauen, was wir da noch Schönes finden. Gebäude. Moment. Sind wir bei Cargo doch? Passt du hier rein? Das ist halt eher ein bisschen groß. Aber es würde... Passt das zu Oberböse? Eigentlich schon, weil es irgendwie ein bisschen älter wirkt. Das ist alles aus Holz. Das hätte ich gerne so. Die Frage ist natürlich, ob das überhaupt funktioniert. Da müsste ich nochmal ein bisschen runter. Ja, das ist die Steigung zu groß. Wenn ich nochmal ein bisschen runter gehe. Steigung zu groß. Da hinten ist halt natürlich auch was im Weg. Ne, so geht's nicht. Aber wenn ich so mache, nochmal runter gehe. Ne, jetzt sind wir zu weit unten. Bisschen höher. Ja, jetzt müsste es langsam ungefähr passen. Jetzt. Ja, versuchen wir das mal. Ne, das geht irgendwie nicht. Das ist, jetzt ist es wieder zu hoch. Das ist ja ganz interessant. Moment, ich mache mal Folgendes. So, so ist einfacher. Ja, so geht's doch. Dann wird die Höhe im Prinzip automatisch gesucht. So, das haben wir. Jawohl, hängt dran. Ich hätte gerne nochmal eine Straße und würde gerne diese Straße, einfach weil wir es so hatten, wieder hierher ziehen. So, das passt auch. Gut, jetzt ist aber die Folge tatsächlich schon komplett hinüber, beziehungsweise vorbei. Ich würde sagen, die LKWs, beziehungsweise diese Lieferwagen, die machen wir dann morgen. Und danach gehen wir gucken, dass wir eine neue Personenzuglinie haben. Gut, liebe Freunde, ich danke euch fürs Zusehen. Hoffe, dieser Warentransport nach Oberböser hat euch ein bisschen gefallen. Und dann sagen wir Tschüss natürlich, wie immer mit einem Zug. Wenn ich gerade einen finde, es ist ja nicht so, dass wir hier keine Züge hätten. Hier hinten ist einer. Der ICE. Danke fürs Zusehen. Bis hoffentlich morgen. Macht's gut. Tschüss.